Leute, hallo und herzlich willkommen bei FS1 Goes Rockhaus. Heute wieder beim Local Heroes. Wir sind mit unserem mobilen Sendestudio hier in den heiligen Hallen des Rockhaus, wo sich vier Bands oder Bandprojekte heute auf die Bühne wagen und sich die Ehre geben. Eine davon ist Neckbreak und Robert sitzt heute bei mir. Hallo Robert. Hi. Neckbreak ist eine Salzburger Band. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne euch nicht. Kannst du vielleicht mal kurz vorstellen, wer ist Neckbreak? Und ist eigentlich kein Wunder, dass du uns nicht kennst. Es könnte ja sein, ich weiß es nicht. Ja, angefangen hat die ganze Geschichte eigentlich kurz vor meiner Hochzeit. Also die Bandmitglieder sind als Arbeitskollegen und der Bruder von einem Kollegen. Und wir wollten eigentlich auf meiner Hochzeit eine Nummer spielen oder zwei maximal. Und nach der Hochzeit haben wir irgendwie gesagt, war ganz cool, machen wir weiter. Das nenne ich machen eine... Machen wir jetzt nicht so Born to be Wild, sondern machen wir eigene Sachen. Und das nenne ich eine schöne Bandgeschichte, muss ich jetzt mal sagen. Doch, ja, doch. Wie war die Hochzeit? Ist gut. Mittelalter-Hochzeit, sensationell auf einer Ruine in Niederösterreich. Das klingt feine Sache, ja. Passt die Musik von Neckbreak dann auch zu dieser Vorstellung? Nein. Wir haben da zur Hochzeit nur Cover-Sachen gemacht. Die eigenen Sachen sind erst später gekommen. Also okay, wie kann man es dann beschreiben? Weil heute ist ja wirklich so ein bisschen allgemeine Schirmherrschaft unter Hardcore, Metal und Rock. Wo würdet ihr euch da einordnen? Ja, Hardcore trifft ziemlich genau, was man auch immer darunter versteht. Auslegungssache. Es ist, ja, ich bin sowieso nicht der Spatentiger, der sich da in jeder auskennt. Das ist genau das und das ist Tech und Black und Death und... Man kann ja dann variabel bleiben, das ist das Schöne. Stimmt, ja. Das werdet ihr aber heute auf der Bühne wahrscheinlich auch machen. Und was bei euch ja spannend ist, ihr habt gelesen, ihr habt aktuell gerade ein Album, The Return. Ja. Und das letzte ist 10 Jahre aus. Das letzte ist 10 Jahre aus, ja, stimmt. Wie kamst du dieser Pause? Viel Arbeit. Nein, wir haben immer so andere Projekte und so, aber wir haben uns trotzdem nie so aus den Augen verloren eigentlich. Und mal wieder probt, mal wieder nicht und dann... Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt gehen wir wieder Gas. Und also das nennt man dann den musikalischen Schaffungsprozess, wenn man sagt, man verliert sich nie aus die Augen, aber man bleibt trotzdem bei der Sache dran. Und jetzt gibt es ja ein neues Album. Ja. Seit wann ist das auf dem Markt eigentlich? Seit wann? Haben wir das letzte Jahr schon aus? Keine Ahnung, irgendwie so. Sommer-Herbst. Hat sich dann so quasi, weil diese 10 Jahre viel geändert, war das so ein bisschen eine Neuerfindung der Band oder war das quasi wie ein Anschluss an die alten Sachen? Relativ. Es hat sich ein bisschen was geändert vom Sound her, sagen wir nicht mehr so bam, bam, bam brutal, aber es ist doch schon noch laut genug und... Laut genug? Lärm genug. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist wirklich wichtig. Ich muss jetzt was fragen und zwar, ihr spielt jetzt dann live auf der Bühne im Rockhaus. Ich habe Fotos von euren Live-Gigs gesehen. Echt? Mhm. Da gibt es Fotos? Mhm. Ah, doch. Wie darf man sich da jetzt Live-Shows vorstellen? Ich habe da nur ein paar Utensilien gesehen, die waren im ersten Moment so, Du hast Utensilien gesehen? Nein. Bei uns auf der Bühne? Das Utensilien. Gibt's nicht. Bei uns gibt es eigentlich nur 3 Gitarren und der Schlagzeug auf der Foto Bühne. Gesehen, ich habe ein Foto gesehen mit einer Maske, das war irgendwie... Ja. Also doch, doch Utensilien. Das ist unser Starting... Wie heißt das? Kann man das schon verraten, was da passieren wird, oder ist das eher der Überraschung? Ja, es passiert nämlich gar nichts. Aber es ist jemand auf der Bühne? Ja, natürlich, aber es ist nur zur Show. Nur zur Show? Zum Intro, ein bisschen Nebel, ein bisschen... Ich sehe schon, du willst es nicht verraten, wie das ist, weil es ist dann eh gleich live auf der Bühne zu sehen. Genau. Aber dann noch eine letzte philosophische Frage. Was ist denn der Anspruch an die Musik von Neckbreak? Was soll Neckbreak für dich sein, für euch sein oder vielleicht auch für das Publikum? Für mich sollte Neckbreak sein, dass einfach das Proben geil ist mit den Jungs. Das brauche ich zum Ausgleich wie ein bisschen Probe. Es muss einfach einmal laut sein. Und es ist scheißegal, ob das jetzt irgendwie falsch oder richtig klingt oder ob irgendwas schräg reinläuft beim Proben. Ist sowieso egal. Das soll jetzt einfach nur laut sein. Für die Band ist ganz cool. Unser Songschreiber, der Bernie, schreibt die Songs so im Durchschnitt in 5 bis 10 Minuten am Klo. Da verschwindet er wieder mal für eine Viertelstunde während der Probe und dann sagt, ich habe einen neuen Song geschrieben. Das
Also bei Klopausen heißt es etwas anderes dann. Ja, ich weiß nicht, nimmt ihr einen Zettel mit oder merkt ihr das alles? Keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn du vom Klo wieder zurück bist, hat er einen neuen Song. Und dann probieren wir halt dann durch, solange bis er passt. Das klingt vielversprechend. Ja, dann wünsche ich euch ein großartiges Konzert. Ich bin ja schon gespannt, ob dann meine Impressionen dann wieder auftauchen. Aber dann nochmal vielen herzlichen Dank. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei Neckbreak. Yeah.
Now, waste my time.
Right, don't touch the outside. I am too busy.
Thank you.
The next time is called Frostblast.